Ein Mann mit Amnesie wurde verwirrt im Wald aufgefunden. Er erinnert sich nur an Metall und Maschinen und Bananenfisch. Er braucht Hilfe dabei, sein Gedächtnis wieder zu erlangen und den Weg nach Hause zu finden. Und damit, mein Freund, herzlich willkommen zur Nebenmission Verdrehte Nerven. Ja, und wie immer wurden wir bei Auswahl der Mission dankenswerterweise direkt vor dem ersten, ja, Interessenspunkt aufgesetzt. Und ja, dann sprechen wir doch mal mit dem Mann, der sich nur an Metallmaschinen und Bananenfisch erinnert. Guten Tag, der Herr. Muss es schaffen. Muss es schaffen, bevor das Licht erlischt. Finden, um jeden Preis. Alles okay, Kumpel? Wo habt ihr sie hingebracht? Was habt ihr getan? Hey, ganz ruhig, ja? Ich will Ihnen nichts tun, versprochen. Wollen Sie mir etwa helfen? Haben Sie sich verirrt? Wie heißen Sie? Ich suche nach Antworten. Auf so vieles. Sie wissen nicht, wer Sie sind? Nicht mehr seit gestern. Und dem Tag davor. Und dem Tag davor. Waren Sie die ganze Zeit hier draußen? Ich verliere jedes Gefühl für die Zeit. Woran können Sie sich noch erinnern? Bananenfisch. Das ist nicht sehr viel. Marschieren. Marschieren in einer Reihe. Metall und Maschinen. Es ist alles verschwommen. Gibt es hier vielleicht eine Basis in der Nähe? Finden Sie den Bananenfisch. Wenn es sein muss, bleiben Sie hier. Ich helfe Ihnen herauszufinden, wer Sie sind. Jawohl, wir finden den Bananenfisch. Hua! Na, Informationen über den Mann finden. Die Basis finden. Ja, wie immer bei den Nebenmissionen haben wir hier den geführten Modus aktiv, damit wir hier nicht groß suchen müssen. Und deshalb wissen wir genau, dass in diese Richtung, ja, diese Basis ist. Marschieren in einer Reihe, Metall, Maschinen. Ich würde vermuten, dass es entweder ein Sentinel-Soldat ist oder ein Wolf. Da er Haare hat, könnte es allerdings natürlich auch ein Skell-Mitarbeiter sein. Denn die Wolves und Sentinel-Soldaten haben ja aus irgendeinem Grund alle eine Glatze. Verdammt, ich sehe nichts. Aber ich sehe genug. Ich sehe genug, um die beiden Luschen auszuschalten. So, wir haben hier die Basis ganz offensichtlich. So. Schauen wir doch mal. Stacheldraht. Stacheldraht, Zaun in the morning. Oh, Scharfschütze auf dem Bananenfisch. Ein gelber Fisch. Ist das der Bananenfisch? Ich wüsste nicht, was sonst ein Bananenfisch sein soll. Außer es ist irgendeine Art Tropenfisch. So genau kenne ich mich da jetzt nicht aus. So, da haben wir die Basis. Suchen Sie die Ruinen aus dem Kalten Krieg ab. Ja. So, wo ist dieser Scharfschütze? Der war doch hier auf diesem... da war der doch drauf, oder nicht? Ich sehe ihn aber nicht. Das macht mir Sorgen. Das ist wie mit einer Spinne. Spinnen sind kein Problem, solange du sie siehst. War der hier drauf? Tatsächlich. Er war da drauf. So. Komm, jetzt lassen wir mal die Teamkameraden machen. Jetzt, da ich Voice Attack ausnahmsweise mal wieder dran gedacht habe, das anzuschalten. Feuer auf mein Kommando. Roger, bringe mich in Stellung. Ab jetzt sind wir lautlos. Hab den Scharfschützen erfasst. Na dann, Feuer frei. Feindlicher Scharfschütze tot. Ja, in den letzten Folgen hatte ich ja Voice Attack immer mal vergessen anzuschalten. Ich habe außerdem jetzt bei allen Breakpoint-Videos in der ja, rutsch doch. Ach, mach dieses Rumgerutsche. Ich habe außerdem bei allen Breakpoint-Videos jetzt meine Videoanleitung zu Voice Attack
in der Videobeschreibung verlinkt und auch den Link zum Download meines Voice Attack Profils. Also, falls du da Interesse dran hast, in der Videobeschreibung jedes Breakpoint Videos findest du die Links. So, lalle. Ich laufe hier sehr, sehr, sehr unbedacht rum. Ist eigentlich nicht so mein Stil. Hoffe ich zumindest. Also nicht so der Stil, den ich eigentlich spielen wollen würde. Ich würde eigentlich lieber vorsichtig vorgehen. Aber irgendwie läuft das Spiel im Moment auch gerade ein bisschen choppy. Obwohl ich die Grafik runtergestellt habe. Ich habe das Spiel nicht neu gestartet, nachdem ich die Grafik runtergestellt habe. Aber ja, also irgendwie ist egal, wie ich die Grafik einstelle fast. Irgendwie die Frame-Drops sind immer gleich. Ich meine, es ist jetzt nicht viel, es ist jetzt so eine Schwankung zwischen 55 und 60. Aber wenn man halt die ganze Zeit so permanent drauf achtet, dann merkt man es halt schon. Yep. So, wir gehen mal da hin und schauen. So, wir haben da unten einen. Ich möchte wissen, ob der gesehen wird. Was ist denn das da? Ein Wildschwein! Sonst ist hier keiner. Außer unsere Leute. Also ist hier drin jemand auf jeden Fall. Gut, das heißt, ich müsste den eigentlich ausschalten können hier. Hallihallo. So geht das, Boss. Genau, so geht das. Ja, der ist auf jeden Fall da drin. Ich schleiche mal weiter hier. Da habe ich ihn gerade gesehen. In meinem Gebiet. In deinem Gebiet was? Entschuldigung, ich weiß, man soll anderen Leuten nicht ins Wort fallen oder so. So, schauen wir mal. Was gibt's denn hier für Infos? Also, ein Sentinel-Bericht zu einem Angreifer. Eine Sentinel-Vorfallsmeldung. Ein unbekannter Angreifer wurde dabei gesehen, wie er Steine auf ein Militärfahrzeug der Sentinel Corp warf. Der nicht identifizierte Verdächtige rief dabei anscheinend unzusammenhängendes Zeug. Ähnliche Vorfälle wurden vom Aurora-Kraftwerk gemeldet. Das Militärfahrzeug. Okay, vom Aurora-Kraftwerk. Also ist der vom Kraftwerk aus hierher gekommen? Schauen wir mal, wo ist das denn? Da unten? Ein Riesenteil. Na gut, alles klar. Da haben wir aber noch irgendwo einen Soldaten. Aber ist eigentlich, wenn ich das jetzt so sehe, eigentlich wurscht. Ich hätte nur gern ein Fahrzeug. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo ein Fahrzeug... Ach, nee, das ist kaputt. Mir fehlen ein paar Reifen, mit dem komme ich nicht weit. Haben wir hier irgendwas? Irgendeinen fahrbaren Untersatz? Keinen fahrbaren Untersatz. Schade, da müssen wir wohl laufen. Wenn wir unterwegs ein Fahrzeug finden, dann können wir das ja kapern. Okidoki. 1,3 Kilometer. Ist eigentlich gar nichts so an Strecke. Ich höre Wolfs. Aber ich sehe Wolfs nicht. Da sind die Wolfs. Ah, guck mal, fahrbare Untersätze. Und zwar nur für mich alleine, aber das ist ja durchaus ausreichend. Toll, jetzt kommt natürlich ein Fahrzeug. Das heißt, dass wir auf euch als Verbündete zählen können, wenn es soweit ist. Ja, ja.
Aber behalten wir das für uns. So, welches ist ein E-Bike? Das linke ist ein E-Bike. Das nehmen wir, das ist nämlich ziemlich schnell. Ja, genau, das ist dein Motorrad. Ist mir aber wurscht. Tschüssi. Ich bin ein gemeiner Mörder. Dieb. Oh, du bist ein mieser Motorradfahrer. Feuer auf mein Kommando. Dann halt nicht. Dann mache ich das halt alleine. Ich habe nicht mal... Ich habe den Baum nicht mal realisiert. Ich habe nicht mal realisiert, dass da ein Baum steht. Was ich eigentlich sagen wollte war... du bist ein mieser Mörder. Bantapudu. Oh Gott, wie ich... das Episode 1 PC-Spiel damals geliebt habe. Schon mal beim Kollegen gezockt. Hatte keinen eigenen PC zu der Zeit. Oh, da kommen wir hier rein. Was ist das hier alles kaputt? Na gut. Die Infiltration hat... war, ging einfacher vonstatten als... antizipiert. Wir haben neue Gäste bei der Party. Nein, das sind alte Gäste. Hörst du das? Das ist das Geräusch, das die Stille macht. Nein, das ist das Geräusch, das ein Geist macht. Was denn? Ja, jetzt nimm den doch, Mensch, Menschenskinder. Hab ich eh gedrückt, dann läuft er aus der Deckung raus und bleibt stehen. Dieser Typ. So, was wissen Sie denn, mein Herr? Über meinen... Sag mir alles darüber, was ich wissen sollte. Los! Ich hab dir alles gesagt. Alles. An mehr erinnere ich mich nicht. Ja... mein Gott. Die Sicherheitsberichte sind im Überwachungszentrum nahe dem Helipad. Werden wir das markiert? Ja, da unten. Alles klar. Ah, wie ich diese Häuser hasse. Ich wurde schon so oft durch diese Scheiben hier entdeckt. Man kann halt von außen kaum reinsehen. Vor allem, wenn die Sonne so drauf scheint. Hui, dann rutsch nochmal im Nomad. Nomad. Gibt's da einen Eingang? Muss ich mir einen Eingang machen? Dann muss ich die Torch auspacken. Beziehungsweise nur ausrüsten. Mehr muss ich ja nicht. Wahrscheinlich ist da hinten um die Ecke gerade, was jetzt hier gerade nicht mehr im Bild ist, ein Eingang, so wie ich mein Glück kenne. Dann gehen wir mal rein. Hier wimmelt es nur so von Daten. Hier wimmelt es nur so von Daten, ah, das ist sehr gut. Daten sind nämlich genau das, was wir brauchen. Irgendwie scheint hier niemand zu sein. Gut, ich meine, ich beschwere mich nicht. Macht meine Aufgabe hier einfacher. Fotoindustrieller Schornstein. Okay. Das ist ein Foto. Angesichts des Winkels und der Perspektive scheint es von Scharfschützen aufgenommen worden zu sein. Es zeigt die Oberseite der industriellen Schornsteine. Was hat das jetzt mit meinem Mann hier zu tun? War er ein Scharfschütze oder was? Oder ist er ein Scharfschütze, der sein Gedächtnis verloren hat? Gibt's hier bei dem Helipad ein... Es nähern sich Feinde! Deine Mutter nähert sich. So, ich brauche Batterien. Dankeschön. Ich bin niemand. Absolut niemand. Naja, nicht unbedingt so ein Heli, wie ich gern haben möchte, aber er fährt dieses Fahrzeug. Niemand fährt dieses Fahrzeug, es ist ein Heli, der fliegt. Naja, Köpfe einziehen. Ich weiche mal kurz aus, bevor wir wieder zurückkommen. Einfach, damit wir die schöne Umgebung hier nochmal genießen können. Und dass ich vielleicht der
Alarmzustand wieder ein bisschen senkt hier. Wenn es nicht klappt, dann ja, dann ist es halt so. Aber da lande ich auf jeden Fall mit dem Fallschirm, nicht mit dem Heli. Ja, das machen wir ja von hier aus genügt eigentlich schon. Aber es wird ja keinen Spaß machen. Das ist nur ein bisschen höher und ab dafür. So. Ich hoffe, ich lande richtig und fliege nicht dran vorbei. Nee, hoch! Junge! Junge! Boah, Alter, na toll. Ja, gutes Ding. Guter Witz. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Da ist die Leiter. Oh, Mann. Oh, wer fliegt denn da? Fury, bist du das? Ich habe keine Ahnung. Hängst du immer noch am Fallschirm oder... Lange Leiter, ohne Schutz drumherum. Ein Hemd. Ja, steck's einfach ein. Das war doch ein Hemd und kein Ausweis. Das ist ein Ausweis des Startup Step Up. Man erhält damit Zugang zum Arbeitsbereich. Dieser Ausweis gehört einem Wissenschaftler namens Seymour. Wie auch immer man das ausspricht. Seymour vielleicht, ja. Seymour! Okay, also doch ein Wissenschaftler. Toll, ich habe den Heli geschrottet und muss jetzt wieder einen anderthalben Kilometer knapp weg. Das ist ja sehr toll. Fury aus dem Weg. Kann ich nur den Kopf schütteln. An die Leiter. Oh, der sieht mich. Hier ist einer Sichtkontakt! Nice, Ghostly! Ja, nice. Halbes Magazin verballert. Nice. Kann ich da durch? Natürlich nicht. Ja, ihr habt Feindkontakt. Und ich habe da draußen irgendwo ein Motorrad stehen. Glaube ich. Was war das? Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Ich will wieder durch mein Loch im Zaun. Hier ist es. Und will wieder mein Motorrad haben, wenn ich's noch finde. Ja, lass ihn flüchten. Das ist nicht gut. Na toll. Okay, Schalldämpfer ab. Team, Feuer frei. Feuer! Gut. Alles klar. Easy peasy. Wo ist mein Motorrad? Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich weiß es nicht mehr, wo ich das geparkt habe. Naja, geparkt ist relativ. Ah, egal, komm, wir werden ein neues Fahrzeug finden. Team, zu mir. Bei mir sammeln. Ja, wir kommen schon. Verstanden, wir kommen. So, aber wir gehen einfach wieder runter. Wo kommt diese Leiche her? Nur mal. Ich glaube, ich war das nicht. Zumindest erinnere ich mich nicht dran, einen einzelnen Sentinel-Kombatanten in der Wildnis getötet zu haben. Ist das ein Motorrad-Dingsbums? Ich hab's überlebt. Oh. So. Oh Gott, kommt da noch mehr? So. Ja, bringt ihr mir jetzt vielleicht mal mein Fahrzeug hierher?
Ja, komm! Nice, Vasili. Nice. Hättest lieber auf den anderen geschossen, Kamerad. Vasili, jetzt bin ich verletzt, verdammt. Verdammt, der hat gesessen. Ja, der hat gesessen, aber da lebt noch ja einer hinten dran. Weißt du was? Team, Feuer frei. Team, Feuer frei. Feuer frei! Okay, Boss. So, und dann verarzte ich mich in der Zeit. Und dann jage ich mir noch ein Spritzchen rein, weil es so toll ist. Und dann geht's wieder los. Team, zu mir. Sag mal, ich hab's einfach nicht mehr. Oh Gott. Alles unter Kontrolle. Vasili ist, ja. Ein absoluter Deadshot. Ja, alles einsteigen. Die Fahrt geht los. 1,2 Kilometer. Kilometers, Panzers, Kaktusse. Nee, ich meine schon dich. Nee. Hallihallo. Hey. Er ist da dran. Ist das fixed? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe die Kontrolle verloren. Die FPS 50. Ich kann nicht mit 50 FPS fahren. Ich meine das. Ach so, ich soll nur wieder zurück zu ihm, oder wie? Ja, ich muss wieder mit Seymour sprechen. Seymour! Ich habe bei Mrs. Krabappel deinen Ausweis gefunden. Eieiei. Bei meinem Glück überfahre ich ihn jetzt. Heilige. Ich weiß. Ich glaube, ich muss nach der Folge mal mein PC, nicht mein PC, sondern das Spiel neu starten. Hey, Seymour, ich habe deinen Ausweis gefunden. Ich weiß, wer du bist. Gute Neuigkeiten, mein verrückter Freund. Das ist Ihr Ausweis, oder? Das ist mein Gesicht. Sie sind Wissenschaftler beim Startup Step Up. Glückwunsch. Klingt beeindruckend. Okay. Es kann jedenfalls nicht weit sein. Kommen Sie. Oh wei. Seltsam, muss ich nicht den jetzt dahin bringen? Äußerst seltsam. Eieieiei. Ich erinnere mich an eine verschlossene Tür und ein helles weißes Licht. Dann sehe ich nichts mehr, nur Bäume und... Lassen Sie mich raten. Bananenfische. Richtig, wichtig. Sie sind ganz sicher wichtig. Oh. Ich verwette mein Leben darauf. Mach das mal lieber nicht. Dafür bin ich da. Konzentration! Was zum... Das musste jetzt einfach sein. Das musste jetzt einfach sein. Einmal noch flexen. Nachdem eigentlich, was die Kampfhandlungen angeht, nichts wirklich gut geklappt hat. Andererseits wurden wir kaum entdeckt. Und noch mehr andererseits waren auch kaum Gegner da überall. Ja genau, springt mir entgegen. Das macht es mir einfacher. Oh, da links die... Eieiei. Würde mich nicht wundern, wenn die Karre gleich explodiert. Wäre nicht das erste Mal. Nicht unbedingt bei Breakpoint, weil da streikt die Karre ja vorher und fängt dann an zu brennen. Aber bei... Oh Gott. Links und rechts überall Autos. Bei Watch Dogs ist mir das schon öfters passiert. Natürlich, super. Prima. Schieß lieber auf die Autos. Ja, jetzt explodiert die Karre. Prima. Und ich bin am falschen Ende der Minigun. Eieieiei. Wer hat denn den jetzt getötet? Lass mich raten, der wurde überfahren.
Komm, da kann ich direkt. Muss eh wieder die Welt neu laden. Muss eh wieder neu geladen werden. Wer hat den denn jetzt getötet? Mein Gott. Der wurde garantiert überfahren oder hat zu dicht am Kamerad gestanden. Und wie wir alle wissen, schießen Sentinel-Truppen wie Sturmsoldaten. Treffen alles außer das, was sie treffen sollen. Oder wollen. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Meine Güte. Na, dann rutschen wir hier mal runter. Ja, genau. Da kommt ein Auto, das ist sehr gut. Jetzt bin ich auch auf der richtigen Seite der Minigun, quasi. Nein, nicht hinten. Oh. Na toll, da kommt das nächste Auto. Nehmen wir eben das. So, ich warte, bis der aussteigt. Ich hoffe, er überfährt mich nicht. So, prima. So, dann jetzt nochmal alles einsteigen. Wir gehen Simo abholen. Auf geht's. Was? Oh, hupalalalala. Eieiei, jetzt aber weg hier. Eieiei. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab auch komplett auf die andere Richtung geguckt. Also ich hab links am Auto vorbeigeguckt. Nicht geguckt, was da rechts am Auto ist. Gott, oh Gott. Team, Feuer frei. Team, Feuer frei. Schießen, schießen! Jawohl. Alles klar, eröffne Feuer. Und erledigt. So macht man das. Wir haben fast alle erwischt. Ja, einer fehlt noch. Alter Schwede, wurden die gebufft? Das war's hier. Ich bewege mich zu. Waren die schon immer so gut? Nee, oder? Kann mich nicht dran erinnern. Aber es gab seit meinem letzten Spiel noch kein Update, also. Hm. Okay. Simon, den Dialog kennen wir schon, können wir überspringen. Gute Neuigkeit. Das ist mein Gesicht. Okay. Grinsebäckchen. Seltsam, nicht wahr? Ja, äußerst absolut, seltsam. Absolut. Ich erinnere mich an eine verschlossene Tür und ein helles weißes Licht. Ja, dann komm mal rein. Dann sehe ich nichts mehr, nur Bäume und... Lassen Sie mich raten. Bananenfische. Richtig, wichtig. Sie sind ganz sicher wichtig. Ich verwette mein Leben darauf. Ja, wett nicht zu viel. Na gut, ich meine, er hat eben auch sein Leben drauf verwettet und ist dann gestorben, ne? Die Wette hat er schon mal verloren. Ist ja schön, wenn er sie diesmal gewinnen würde. Wow, oh Gott. So. Ich weiß nicht. Warum hier jetzt die FPS auf 50 droppen? Das ergibt halt keinen Sinn. Na, vielleicht läuft noch irgendwas im Hintergrund. Na toll. Vielleicht läuft noch irgendwas im Hintergrund, was die Performance irgendwie ausbremst. Naja, nach der Folge. Schau ich mal nach. So, Simur? Nein, was wollen Sie? Mit welchem Wissenschaftler? Mit ihm. Das ist ja Schlecki! Das ist Schlecki, LP! Ich seh's doch genau! Simur? In jungen Jahren. Sie kennen diesen Mann? Ein Glück. Natürlich, er ist ein Kollege, er arbeitet hier, er ist mein... Wo bist du denn gewesen? Ich habe ihn draußen im Wald gefunden, wo er wirres Zeug gebrabbelt hat. Wissen Sie, was mit ihm passiert ist? Bananenfisch. Eine bewusstseinserweiternde Droge. Ein Prototyp, wir haben den Testlauf schneller vorangetrieben. Und ihn damit vollgepumpt. Wir haben es uns gegenseitig in einer Blindstudie verabreicht. Keiner von uns wusste, was er bekam. Ich hatte wohl das Placebo. Russisch Roulette mit Chemie.
Sind Ihnen die Ratten ausgegangen? Wir hätten Monate auf die Genehmigung warten müssen. Wir konnten nicht nach Protokoll vorgehen. Aber jetzt ist er ja zurück und wir können aus unseren Fehlern lernen. Wir müssen prüfen, was wir für den nächsten Versuch ändern. Ich habe wohl schon mal, Sie sind ein Idiot gewählt. Sie hätten Ihren Freund so nicht entkommen lassen dürfen. Sie hätten auf Sima aufpassen sollen. Das habe ich versucht. Aber als er um sich schlug, bekam ich Angst. Vielleicht sollten Sie diese Versuche beenden und aufhören, mit dem Bewusstsein anderer zu spielen. Als er um sich schlug, bekam ich Angst. Hoppala. Ja, gut. Das war auf jeden Fall die Nebenmission vertreten. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, Junge. Chill. Ein Bonus für den, der das Schwein umlegt vielleicht? Ja. Gut, ja. Wie gesagt, das war auf jeden Fall die Nebenmission. Verdrehte Nerven. Ja, dann hau mir ein Abo rein. Bitte keine Kugel, aber ein Glöckchen darfst, mit einem Glöckchen darfst du mich verprügeln. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.